Ardha Urdhva Upavishta Konasana ist das halbe nach oben ausgerichtete sitzende Eck. Raffaella zeigt, wie es geht. Von der Sitzhaltung ausgehend gibt die Füße etwas auseinander und gibt dann die Oberarme unter die Kniekehlen und halte die Unterschenkel parallel. Das ist jetzt die halbe Urdhva Upavishta Konasana, weil die Beine eben nicht ganz ausgestreckt sind. Eine weitere Variation wäre, du streckst jetzt ein Bein ganz aus. Und das ist dann Ardha Urdhva Upavishta Konasana. Eine nächste Möglichkeit wäre auch, du streckst ein Bein aus und fasst mit der Hand an den Fuß. Und so bist du auch in Ardha Upavishta Konasana. Die volle Urdhva Upavishta Konasana wäre ja, wenn du mit beiden Händen an beide Füße fasst. Wenn du nur ein Bein so streckst in der sitzenden, aufgerichteten Winkelhaltung, ist es Ardha Urdhva Upavishta. Oft eine gute Vorübung zur vollen Stellung, manchmal aber auch eine zusätzliche Koordinationsübung, die dir hilft, Körperbeherrschung zu entwickeln.